Ja, hallo, mein Name ist Dirk Dier. Ich komme aus dem Saarland, aus Saarbrücken, bin 43 Jahre alt, habe dort meine eigene Tennisschule und ansonsten bin ich tätig beim Deutschen Tennisbund. Bin jetzt hier beim Schweizer Tennisverband, weil Yves mich gefragt hat, ob ich aushelfen kann in den nächsten zwei Wochen, weil einige Trainer ausgefallen sind und das war natürlich für mich eine schöne Gelegenheit hier, wirklich nicht nur zu helfen, sondern jetzt in den zwei Wochen auch tolle Erfahrungen zu sammeln. Macht sehr viel Spaß. Und jetzt ist noch Training angesagt bis am Freitag und dann gucken wir mal, vielleicht können wir das in Zukunft auch noch die ein oder andere Woche gestalten, nochmal so gestalten. Ja, wie unterscheidet sich die Arbeit? Ich glaube, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen, sondern eigentlich so von den Inhalten her relativ ähnliche Arbeit machen. Das, was sich jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen unterscheidet, ist, dass ihr das Swiss Tennis zentral arbeitet hier in Biel. Wir auch zentral arbeiten, aber doch dieses Zentrale eher sich in den Verbänden abspielt, sodass die Besten aus den Vereinen auch zu uns in die Landesverbände kommen und die natürlich über 16 Landesverbände verteilt sind. Im Moment ist es so, dass wir für die Mädels einen Stützpunkt haben, einen großen Stützpunkt haben, der ist in Stuttgart, für die Jungs, der ist in Oberhaching. Und das versuchen wir jetzt noch zu erweitern, dass wir noch den einen oder anderen Stützpunkt dazu bekommen, der wirklich rein für den Deutschen Tennisbund dann die Basis bildet. Ansonsten spielt sich bei uns das meiste in den Verbänden ab. Sehr, sehr professionell. Also mir persönlich wirklich macht sehr, sehr viel Spaß und es ist echt beeindruckend. Es ist sehr, sehr gut organisiert und sehr individuell gestaltet und wirklich klasse. Ja, ich glaube, dass man auch mal sagen sollte, zuerst hat die Schweiz jetzt mit Sicherheit eine gute Generation an Spielern, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten haben, auch diese Erfolge zu feiern oder die sie jetzt gefeiert haben. Insofern glaube ich, dass dann die professionelle Arbeit, die hier stattfindet, dieses Talent, wie man ja immer sagt, und diese Fähigkeiten so unterstützt hat, dass die Spieler ihr absolutes, ihr bestes Potenzial abrufen konnten und deshalb die Erfolge zustande kommen. Gut, ich sag mal so, es ist natürlich schade, weil eine der Mannschaften scheidet dann letztendlich in der ersten Runde aus. Aber ich finde es ganz tolle Herausforderung für beide Nationen. Und wir freuen uns ganz speziell darauf und habe mit Ivo viel darüber gesprochen. Also es wird mit Sicherheit eine tolle Begegnung werden. Ja, schöne Sache. Ich hoffe, dass alle mit an Bord sein werden, dass wir beide die beste Mannschaft aufbieten können. Und dann, glaube ich, wird es eine ganz interessante Sache.